geht los. Ich stelle Ihnen eine Mediation vor. Das ist ein Verfahren, um außergerichtliche Konflikte mit Hilfe eines Mediators zu lösen. Konflikte begleiten uns ja unser ganzes Leben. Im privaten Bereich kennen wir sie und auch im beruflichen. Meist fangen sie ganz klein an, wenn man das sieht. Missverständnisse sind Grundlagen für Konflikte. Dann kommen Beschimpfungen. Die Gründe für Beschimpfungen, für Konflikte sind vielfältig. Mal geht es ums liebe Geld, mal geht es um Kompetenzen in der Firma. Es ist sehr unterschiedlich, allen gleich ist, dass ein Konflikt die Tendenz hat, zu eskalieren. Wenn ein Konflikt richtig eskaliert ist, ist er sehr belastend und wir versuchen alles, um den Konflikt zu lösen. Was ist zu tun? Eine Möglichkeit, die ich jetzt nicht sehr empfehle, ist, handgreiflich einen Konflikt auszutragen. Die andere Möglichkeit, die viel benutzt wird, ist vor Gericht zu ziehen, mit einem normalerweise relativ hohen Prozessrisiko. Das Mittel der Wahl, meiner Ansicht nach, ist eine Mediation. Die Ausgangslage ist meist die, dass die Beteiligten nicht mehr miteinander sprechen können. Die Kommunikation ist stark gestört, wenn man hier deutlich sieht. Die erste Aufgabe eines Mediators ist nun, die Kontrahenten bisher voneinander zu trennen, dass sie nicht immer wieder aneinander hochgehen. Die Kommunikation läuft also am Anfang über den Mediator. Am Anfang einer Mediation werden zwischen den Parteien Kommunikationsregeln vereinbart, wie sie in der Mediation miteinander umgehen wollen. Im nächsten Bild sehen Sie gleich einige sehr beliebte Regeln. Die wichtigste vermutlich ist aussprechen lassen. Diese Regeln werden von beiden Parteien einvernehmlich festgelegt. Der Mediator meistens bekommt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Parteien sich auch dran halten. Um jetzt das ein bisschen handgreiflicher zu machen, habe ich einen ganz simplen, sehr plakativen Fall. Es geht um eine Orange. Ganz einfacher Fall, zugegeben, wie gesagt, plakativ. Der erste Schritt einer Mediation ist, dass der Mediator versucht herauszufinden, worin besteht der Konflikt, was sind die Standpunkte, die festgefressen sind. Hier eindeutig, jede der Parteien will diese Orange haben. Die Standpunkte sind klar, unverrückbar. Ich will die Orange. Der zweite Schritt, ein sehr wesentlicher Schritt bei einer Mediation ist, dass der Mediator versucht, die Gründe, die zu diesen Standpunkten geführt haben, herauszufinden. Hier, weshalb will jede der Parteien unbedingt diese Orange haben? Dieser Schritt ist für die spätere Lösungsfindung extrem wichtig. In unserem Fall sehen wir gleich, Partei A benötigt die Schale der Orange, um einen Kuchen zu backen. Partei B benötigt den Saft der Orange, um für das Kind ein Getränk zu machen. Die Lösung ist hier schon relativ offensichtlich, aber um den Ablauf weiter zu verdeutlichen, die Interessen sind nun klar und nun werden Lösungsoptionen gesammelt. Nicht alle sind hier ernst gemeint, sie werden auch in der Realität in dieser Phase der Mediation nicht bewertet, sondern nur gesammelt. Nach diesem Schritt bewerten die Parteien die Lösungen und finden dann die gemeinsame Lösung. Hier, wie nicht anders zu erwarten war, die Partei A bekommt die Schale, die Partei B den Orangensaft. Es ist nur noch eine Frage, wie das zu organisieren ist. Bei einer realen Mediation sind die Interessen sehr, sehr vielschichtig und nicht immer leicht zu ergründen. Dort ist das ganze Know-how eines Mediators oder einer Mediatorin gefordert. Hier sehen Sie einige Beispiele. Nur wenn diese Interessen in der späteren Lösung berücksichtigt werden, ist eine einvernehmliche Lösung, die am Schluss einer gelungenen Mediation steht, möglich. Denn nur in dieser Lösung
bei einer Lösung, wo alle Interessen berücksichtigt werden, sind die Parteien damit zufrieden. Die Frage ist, auf welchen Konfliktfeldern eignet sich eine Mediation? Meiner Meinung nach auf allen Feldern, wo Konflikte überhaupt entstehen können. Sie sehen hier einige Beispiele. Bei Erbstreitigkeiten ist eine Mediation sehr angezeigt, weil die Beziehung auch nach einer Mediation im Gegensatz zu einem Gerichtsverfahren noch intakt sein kann. Bei Trennung oder Scheidung, wie oben in der Industrie, bei innerbetrieblichen Schwierigkeiten oder am Bau, wer kennt das nicht, am Bau Streitigkeiten zwischen Bauunternehmer und Bauherr. In der Industrie hat sich inzwischen rumgesprochen, dass die Mediation ein globales Mittel ist, Konflikte zeitsparend und ressourcensparend zu lösen. Deshalb haben große Firmen den Roundtable Mediation gegründet und haben sich verpflichtet, vor einem Gerichtsverfahren zuerst eine Mediation durchzuführen. Sie sehen, Mediation hat viele Vorteile. Ich habe hier einige stichpunktartig noch genannt. Für mich ist es das Mittel der Wahl, um in der heutigen Zeit nicht immer gleich vor Gericht zu ziehen, sondern auch mal neue Wege zu gehen, Konflikte zu lösen, die uns ja zum Teil ja sehr, sehr belasten können. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf ein Feedback.